hier ist euer Gamer Andy. Heute zeige ich euch mal was anderes. Gestern habe ich euch ja schon bereits, ein bisschen Gameplay gezeigt, so die erste Mission gemacht. Dadurch habe ich natürlich meinen Charakter einfach mal so ganz schnell irgendwie erstellt. Bloß, mir ist aufgefallen, dass man extrem viel machen kann bei unserem Charakter. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, einfach mal ein Video zu machen, um euch zu zeigen, was man alles machen kann. So. Was leider schade ist, wenn ihr einen Charakter erstellt, ob männlich oder weiblich, das müsst ihr euch gut überlegen. Ihr könnt es einmal machen und nachher im Spiel könnt ihr es nicht mehr ändern. Ihr könnt höchstens nur noch am Kopf Bart ändern und die Haare und Gesichtsdetails, wie zum Beispiel die Narbe am rechten Auge von mir. Und jetzt will ich euch mal zeigen, was man alles machen kann. Wir fangen jetzt mit dem Kopf an. Hier gibt es verschiedene Werte: Holzfäller, Geschäftsmann, Ziegenbär, Trucker und Schnauzer. Ja. Dann die Haare, gibt es hier auch verschiedene Frisuren. Es ist nicht viel, aber immerhin. Und wer weiß, vielleicht nachher in der Vollversion gibt es wahrscheinlich noch viel, viel mehr Möglichkeiten, unseren Charakter irgendwie darzustellen. Ich hatte mich für rasiert entschieden, wie in echt halt, ne? Also habe auch eine Frisur, die rasiert ist, ja. So, ja, Haarfarbe kann man ändern, gibt es alles Mögliche. Und Gesichtsdetails, wie hier mit dem Rasiermesser, kann man hier gut sehen. Tiefer Schnitt ist gesperrt. Dann haben wir hier die Säbelnabel. Die Augennabel, die ich auch drin habe. Ein Pflaster auf der Nase. Und Verbrennungen. Das sind die Details, die man verändern kann am Kopf. Dann haben wir hier noch die Körperdetails, Bemalung. Ja, da gibt es hier den Adler. Das hier. Und das. Mehr gibt es nicht. Tattoos können wir auch ändern. Die können wir im Spiel auch immer wieder, dann wenn wir lustig sind, verändern. Und ja. Ein paar sind eben halt gesperrt. Ich weiß nicht, ob man die noch freischalten kann oder ob die eben halt nur für die Beta jetzt gesperrt sind. Das weiß ich leider nicht. Ja. Und wenn ihr euch angenommen am rechten Arm für ein Tattoo entschieden habt, zum Beispiel jetzt für das hier, Santa Maria, und ihr aber die Ärmel auch ganz cool findet, dann ist das leider nicht so, dass ihr jetzt sagt, okay, ich nehme das jetzt für den rechten Arm und das andere für den linken Arm, denn für den linken Arm gibt es ganz andere Tattoos. Also, man kann Namen verändern, Tattoos kann man ändern, dann gibt es viele verschiedene Kleidungsteile, T-Shirt, Tanktop, alles Mögliche.
Ja, Langarmhemd, ein Hoodie, hinten ist die Kapuze. Das sind unsere Oberteile. Ich habe mich für einen Tanktop entschieden, damit man die Tattoos natürlich schön sehen kann, ne? Westen gibt es hier auch. Ja. Und was ihr auch machen könnt, bei jeder Weste könnt ihr natürlich noch die Farbe ändern. Ob mit Tarn oder nicht. Das geht eigentlich bei fast jedem. Auch bei meinem Tanktop zum Beispiel konnte ich das auch alles machen. Ja, ich habe mir das mobile, nee, wie heißt das? Malle-Molle-Geschirr genommen und ja, weil es halt ein bisschen leichter aussieht. Das bedeckt nicht so viel. Ja. So, dann gibt es hier noch die Hose. Da gibt es auch alles Mögliche. Fangen wir mal oben an. Wo ihr auch zig verschiedene Farben nehmen könnt oder Tarnungen, alles Mögliche. Ja, Jeans. Cargos in verschiedenen Designs A, B, C. Ja. Eigentlich waren hier auch. Ah ja, da sind die, genau. Aber mit Schoner, einmal ohne und dann mit Schoner. Und ich glaube, da waren auch noch andere. Ja, genau. Wo sich die Schoner immer ein bisschen verändern. Ja, das sind dann die Tarnanzüge. Für die Sniper zum Beispiel, wenn die sich jetzt ins Gras legen, dann kann man die so gut wie gar nicht sehen. Je nachdem, was man haben will. Ja, dann sind wir auch schon durch mit den Hosen. Bei den Schuhen ist die Auswahl nun nicht so groß. Hier gibt es die Wanderschuhe in ja, verschiedenen Farben. Die Arbeitsstiefel gibt es nicht in verschiedenen Farben. Die Kampfstiefel auch nicht. Dafür aber die Wanderstiefel. Wobei, eigentlich ist es vollkommen egal, welche hier nehmen. Ich finde, die sehen fast alle gleich aus. So. Also, ja. So, dann haben wir noch die Tarnanzüge. Das sind ja eben halt ganze Anzüge. Da gibt es einmal. Nee, das ist gar nicht richtig, was ich erzähle hier. Das passt ganz gut zu den Hosen, zu den Tarnhosen. Ja, da gibt es nochmal alles Mögliche. Ja, ich habe natürlich nichts genommen. Ja. So, Accessoires. Hier können wir auch richtig viel verändern. Also echt fast jedes kleinste Detail schon, kann man sagen. Fängt an mit der Sonnenbrille. Da gibt es einiges. Ja, eine Augenklappe. Eine Piratensonnenbrille. Was ist das hier? Viele Möglichkeiten. Dann Gesichtsextras. Was war das jetzt nochmal?
Ach so, okay, alles klar. Ja, Mundschutz. Aber Masken gibt es hier. Das fand ich ja im ersten Video von gestern, fand ich das ja ziemlich cool. Ist leider gesperrt. Schade. Aber auch hier können wir wieder überall die Farbe ändern. Was leider untergegangen ist bei mir gestern. Ich wollte eben halt ganz schnell ins Spiel reinkommen. Ich war nur ein bisschen aufgeregt. Ich habe mich dafür entschieden. Ja. Gibt's auch noch ein Grün. Ich wollte irgendwie was so, ja, passend zum Helm, zu der Weste. Ja. Ich will nicht als bunter Vogel durch die Gegend laufen, deswegen. So, Kopfbedeckung haben wir auch ein paar Sachen. Da können wir den Helm verändern. Ja. Cabbies gibt es hier. Verschiedene Arten. Auch nach vorne, nach hinten. Und auch eigentlich bei vielen Sachen kann man auch noch eben halt die Farbe ändern. Ne? Habe jetzt wieder auf die Tarnung von meiner Weste so geachtet, dass alles ja so einheitlich ist. Ne? Könnte jetzt auch einfach mal eine andere Farbe nehmen, aber nee, ich bleib bei dem dunklen. Wo war es denn? Hier, ja. Also, ja, hier gibt es dann natürlich noch viel, viel mehr. Gehen wir mal weiter runter. Hier gibt es auch Cowboy-Hut. Verschiedene Arten. Ja, ganz normal Strickmützen. Ja, das war's dann auch schon. So, die Headsets können wir auch verändern. Es ist nicht viel, was es hier gibt, aber immerhin, man kann es ändern. Einfach nur so ein Knopf drin. Oder eben halt die richtigen Headsets. Da habe ich eigentlich auch wieder nur geguckt. So nicht zu groß. Aber auch nicht wieder zu klein wie den einen kleinen Knopf. Finde ich eigentlich ganz cool. Farbe kann man auch hier wieder verändern. Ich wieder passend zum Helm. Ja, das andere ist hier leider gesperrt. Jo, sieht aber auch schick aus. So, Hände. Da können wir zum Beispiel die, na, sag mal schnell, die Handschuhe verändern. Mein Internet spinnt wieder. Da irgendwie kein LAN-Kabel und hast nicht gesehen. Naja. Ja, entweder nichts. So. So. Oder eben halt, wo die Fingerspitzen rausgucken. Ich habe mich für die hier entschieden. Müssen wir auch die Farbe ändern in Schwarz. Ja. Nicht besser. So, Rucksack kann man auch ändern. Hier gibt es auch wieder ein paar verschiedene. Fangen wir mit den kleinen an hier. Dann haben wir das hier. Standardausgabe. Und auch wieder überall kann man die Farbe ändern.
Also hier kann man echt viel verändern. Es wird schwierig sein, einen Spieler zu treffen, der genauso aussieht wie ihr. Finde ich cool. Dann Aufnäher für den Rucksack. Gibt es hier auch zig verschiedene. Hier auch sehr viele. Flaggen. Weiß nicht, ob es da nachher noch, naja, zum Beispiel die deutsche Flagge gibt es oder so. Keine Ahnung, ob das jetzt nur bei den drei Stück hier bleibt. Wäre cool, wenn man ihm halt, ja, seine Nationalität ihm halt auf den Rucksack haben kann. Sonstiges, ja, nochmal so ein Totenkopf. Und ja, scheint auch irgendwie so ein Sensemann zu sein oder sowas. Ja. Jo. Das sind die Accessoires. Das sind die besonderen Outfits. Das sind ja ganze Anzüge. Dann gibt es einmal das hier. Ja, das sieht schon mehr so nach, ja, SWAT aus, ne? Und als bunter Vogel nochmal. Kann man machen, jo, muss man aber nicht. Und eben halt, wenn ihr einfach mal, jo, keinen Bock habt, zufälliges Outfit, ja, mache ich natürlich jetzt nicht, sonst müsste ich ja wieder alles neu raussuchen. Ich möchte meinen Charakter gern so behalten. Und wie gesagt, bevor ihr anfangt zu spielen, da könnt ihr eben halt noch Gesichtszug und so alles, also die Augen könnt ihr noch verändern, so wie ihr eben halt aussehen möchtet. Und das könnt ihr, wie gesagt, nur ein einziges Mal machen. Danach könnt ihr nur noch eben halt die Tattoos ändern, Haarschnitt, Bart, eben halt das, was man im echten Leben auch verändern kann. Ne? Okay, ja, gut, Nase kann man eigentlich auch verändern, ne? Nur zum Schönheitschirurgen gehst, aber in dem Fall hier nicht, ne? Ja, das sind die Sachen, die man verändern kann. Das war es dann auch schon von mir. Nur so einen kleinen Einblick eben halt. Ja. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss, euer Anti.